Passen Sie auf sich auf.
Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass es Leute in Oakmont gibt, die dabei helfen können, die Stadt zu verlassen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas wissen könnte? Ich habe gehört, hier wird die Totenwache für den zahnlosen Bob abgehalten. Mag sein, aber ich kenne Sie nicht von Adam. Beweisen Sie mir, dass Sie kein Schnüffler sind. Taten sagen mehr als Worte. Vielleicht vertrauen Sie mir ja, wenn ich Ihnen helfe. Probleme zu lösen ist meine Spezialität. Okay. Wie wär's mit einem kleinen Gefallen? Nichts Großartiges, keine Sorge. Ich warte seit ewigen Zeiten auf eine Lieferung. Aber der Kurier ist noch nicht aufgetaucht. Finden Sie heraus, warum er so lange braucht. Hier haben Sie die Adresse. Alles klar. Eine Sache noch. Falls Sie ihn nicht finden, bringen Sie mir zumindest die Lieferung. Seine Kiste voller Wasser des Lebens. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Wiedersehen. So sagt es die Prophezeiung, verewigt im Zwielicht des sterbenden Mondes. Das Verborgene wird sich zeigen und die Welt im fauligen Wasser ertrinken. Läutet euch, die Dämmerung naht. So sagt es die Prophezeiung, verewigt im Zwielicht des sterbenden Mondes. Machen Sie das nicht nochmal! Thank you.
Spuren stammen von etwas Schwerem mit Rädern. Das Blut ist fast getrocknet. Leer, aber riecht stark nach Benzin. Asche wie diese habe ich schon mal gesehen. Tja, so kann man eine Leiche auch loswerden. Rock! Wessen Idee war es, die Kisten so blöd zu verstecken? Ist erledigt. Wer hinter meinem Rücken mit den Bullen redet, muss für immer schweigen. Schnappt ihn euch, Jungs. Zeigt keine Gnade, Jungs. Er wollte es nicht anders. Lasst ihn verschwinden. Ich will, dass nichts außer Asche übrig bleibt. Verstanden? Dann schauen wir uns das mal an. Rock! Wessen Idee war es, die Kisten so blöd zu verstecken? Du bist erledigt. Wer hinter meinem Rücken mit den Bullen redet, muss für immer. Zeigt keine Gnade, Jungs. Er wollte es nicht anders. Lasst ihn verschwinden. Ich will, dass nichts außer Asche übrig bleibt. Verstanden? Hier hat jemand nach einer Kiste gesucht und wurde grausam ermordet. Die Kerle, die das getan haben, wurden von jemandem im Rollstuhl angeführt. Ich habe Ihren Kurier gefunden.
Ich sag's nur ungern, aber er ist tot. Jemandem hat es nicht gepasst, dass er mit den Bullen geredet hat. Und die Sache ist dann ziemlich übel ausgegangen. Was? Oh, Kauhil, ich bin ein toter Mann. Er könnte denken, dass ich was damit zu tun habe. Er? Wen meinen Sie damit? Den Boss. Nicht mein Problem. Sagen Sie mir, was ich wissen will. An wen muss man sich wenden, wenn man jemanden aus der Stadt schaffen will? Da täuschen Sie sich. Es ist Ihr Problem. Nur der Boss kann Leute aus der Stadt schaffen. Vera, Neuankömmling. Hier haben Sie einen Zettel, auf dem steht, was Sie tun müssen. Mehr kann ich Ihnen nicht helfen. Okay, danke. Hier haben Sie Ihr Wasser des Lebens. Psst, nicht so laut, Kumpel. Keine schlechte Ware, Neuankömmling. Sie verdienen eine Belohnung. Wiedersehen. Bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Billiger ist's nirgendwo. Hey, Kumpel. Was machst du, wenn du einen Hund siehst? Streicheln oder wegtreten? Töten.
weil er Tollwut hat. Recht hast du. Du bist neu hier, oder? Komm mit. Bringt mich zu eurem Boss. Ich würde ihnen alle Knochen brechen, wenn Papa Brut nicht etwas dagegen hätte. Ganz ruhig. Für Gewalt gibt es keinen Grund. Wer sind Sie und was zum Drog wollen Sie? Und fassen Sie sich kurz, junger Mann. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich habe gehört, Sie können bei gewissen Angelegenheiten helfen. Sie bitten mich also um einen Gefallen, Mr. Reed. Um was geht es? Ich will jemanden aus der Stadt schmuggeln. Viele Leute wollen Oakmont verlassen, junger Mann. Aber nur wenige haben es je geschafft. Das wird nicht leicht. Und wie alles im Leben, was einem lieb ist, wird es auch nicht billig. Und was wird es mich kosten? Eigentlich würde ich keinen Finger für einen Neuankömmling krumm machen. Aber Sie haben mit diesem Affenliebhaber Throckmorton zu tun. Das ist interessant. Denn das sagt mir, dass Sie zu gebrauchen sind, junger Mann. Ich hätte da etwas, das erledigt werden muss. Aber es muss unter uns bleiben. Ich habe wohl keine andere Wahl. Also, was soll ich tun? Eins vorweg. Ich bin Brutus Carpenter. Das rechtmäßige Oberhaupt der Familie Carpenter. Des Weiteren, vor einer Woche hat jemand versucht, mich umzubringen. Sie wollen doch nicht, dass ich den Täter aufspüre und töte, oder? Nein, junger Mann. Das könnten auch meine Männer erledigen. Ich will ihn nicht tot sehen, sondern lediglich wissen, wer es war und warum. Ich weiß, das klingt ungewöhnlich. Aber nachdem ich fast gestorben wäre, wurde mir klar, dass Vergeltung nicht immer die Lösung sein muss. Ich will es mal anders versuchen. Sie haben mein Interesse geweckt. Was genau ist passiert? Ich erwachte im Krematorium. Eingerollt in einen Teppich. An meinem Zeh hing ein Zettel wie bei einer Leiche und ich war voll mit einem merkwürdigen, widerlichen Schleim. Es gelang mir, da rauszukommen. Doch was ich dann zu Hause sah, ließ mich denken, ich wäre nicht ganz richtig im Kopf. Was haben Sie denn gesehen? Mich selbst, junger Mann. Da war ein Kerl mit meinem Gesicht, der zur Tür hinausging, als wäre es das Normalste auf der Welt. Daher beschloss ich, erst einmal mit ein paar Männern hier unterzutauchen und die Sache zu verdauen. Was war das Letzte, an das Sie sich vor dem Krematorium erinnern können? Ich erinnere mich noch ganz genau an ein Abendessen eine Woche vor dem Vorfall. Alles danach weiß ich nur noch bruchstückhaft. Zum Beispiel, dass ich etwas in mein Tagebuch geschrieben habe. Was genau, weiß ich nicht mehr, aber es war wichtig. Vielleicht steht dort, wie alles angefangen hat. Und das Tagebuch befindet sich noch in Ihrem Haus? Ganz genau, junger Mann. In einem Tresor in meinem Zimmer. Sie dürfen ihn knacken, falls es nötig ist. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Bestimmt haben Sie schon versucht, etwas gegen den Eindringling zu unternehmen, oder? Natürlich, junger Mann. Ich würde Sie nicht um Hilfe bitten, wenn die Sache ein Kinderspiel wäre. Meine Männer haben gesagt, dass sie mein anderes Ich getötet haben. Aber der Kerl ist immer noch in meinem Haus. Ich schätze, diese Idioten haben den Falschen erwischt. Haben Sie eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Es muss jemand sein, der mir nahe steht. Deswegen kann ich niemanden trauen. Nicht einmal meinen Sohn Graham habe ich kontaktiert. Normalerweise hätte ich ihn mit der Sache betraut. Ich bin jetzt verwundbar und darf nichts riskieren. Deswegen wollte ich ausnahmsweise einen außenstehenden Graham vorziehen. Wo befindet sich das Krematorium der Stadt? Ach, natürlich. Woher sollen Sie das wissen?
Sie sind ja neu hier. Hier haben Sie die Adresse. Alles klar. Wie ich sehe, können Sie ohne Hilfe stehen. Warum benutzen Sie einen Rollstuhl? Sind Sie immer so neugierig? Aber gut, ich verrate es Ihnen, wenn es Sie so brennend interessiert. Ich bin alt und an manchen Tagen fühle ich mich erschöpft. Dieser Rollstuhl hat mich noch nie im Stich gelassen, im Gegensatz zu den meisten Menschen. Sie erwähnten Ihren Sohn, Graham. Würden Sie mir mehr über ihn erzählen? Graham? Warum interessieren Sie sich für ihn? Er hat mit der Sache nichts zu tun. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein. Natürlich. Graham ist eine ehrliche Haut. Und der Krieg hat ihn noch rechtschaffender gemacht. Was manchmal zu Konflikten geführt hat, das muss ich zugeben. Wir hatten die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Vor allem, was das Familiengeschäft betrifft. Aber er könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Schon gar nicht mir. Auf Wiedersehen.